Kann ich meinen Master auch an einer anderen Universität machen? Ist eine Frage, die wir vor allem bekommen von Studierenden, die mit uns Richtung Bachelorstudium in den USA unterwegs sind oder das vorhaben. Und dann kommt die Frage auf, naja, kann ich dann weiter studieren oder muss ich transferieren? Und ich möchte in diesen Punkt einmal reinzoomen, wenn du in den USA studierst und entweder direkt an dein Bachelorstudium kommst oder kurz davor bist. Wir haben hier nämlich eine interessante Dynamik, die dir auch helfen kann, direkt bei der Wahl deines Bachelorstudiums schon die richtige Universität zu finden. Im Hinblick darauf, dass du dir vielleicht überlegst, den Master dran zu machen. Und zwar, erstens, du kannst auf jeden Fall mit einem abgeschlossenen Bachelorabschluss irgendeiner amerikanischen Uni an einer anderen amerikanischen Uni den Master drauf machen, sobald du natürlich oder solange du die Grundvoraussetzungen der amerikanischen Uni erfüllst, wo du dann den Master machst. Es kann ja sein, dass du nicht einen NC, sondern in Amerika einen GPA hast, einen Grade Point Average von 3,5 im Bachelor und du möchtest jetzt die Universität oder du möchtest an einer Universität einen Master machen, die einen Grade Point Average im Bachelor von 3,7 verlangt. Das geht natürlich nicht. Aber das liegt dann nicht an der Uni oder daran, dass es dir untersagt ist, generell an einer anderen Uni den Master zu machen, als wo du den Bachelor gemacht hast, sondern das liegt daran, dass die Noten nicht gut genug sind. Aber wenn die Grundvoraussetzung da ist oder vielleicht auch andere Grundvoraussetzungen noch gegeben sind, wie du brauchst gewisse Arbeitserfahrung, um für ein Masterprogramm zugelassen zu werden, dann geht das auf jeden Fall. So. Du kannst auch, aber das ist ein anderes Video, den Bachelor nehmen und in Deutschland dann weiter studieren und in Deutschland den Master draufsetzen. Das machen ja auch viele. Aber an diesem Punkt möchte ich kurz einmal innehalten. Und zwar, wenn du im Zuge deines Bachelorstudiums gegen Ende sagst, ich weiß, ich möchte einen Master machen und ich weiß auch, dass die Uni, an der ich gerade studiere, ein Masterprogramm anbietet, was mich interessiert, dann hast du die Möglichkeit, nach dem zweiten oder dritten Studienjahr parallel zum Erreichen deines Bachelorabschlusses erste Masterkurse mitzunehmen, ohne große Mehrkosten, manchmal sogar ohne Mehrkosten at all, weil du ja sowieso schon Tuition, also Studiengebühren bei der Uni bezahlst, weil du ja sowieso schon dort lebst und studierst. Und die Uni sagt, wenn du gut genug bist im Bachelor, also wenn wir sehen, hey, du hast ein gutes Zeitmanagement, du kriegst das hin, du hast jetzt schon gute Noten, du bist nicht überlastet, dann lassen dich Universitäten in ihr Masterprogramm rein. Das heißt im Umkehrschluss, du wirst irgendwann während deines Studiums an diesen Punkt kommen, wo du, wenn hier der Bachelor beginnt und hier der Bachelor endet, du ab diesen Punkt parallel Bachelor und Master studierst, und dann kommst du hier an den Punkt, wo du vielleicht schon einen Fünftel oder vielleicht sogar ein Viertel Masterabschluss fertig hast, zu dem Zeitpunkt, wo du den Bachelorabschluss bekommst. Und dann hast du einen Head Start. Du hast dann also die Möglichkeit, diese Kurse zu nehmen und dann den Master an der gleichen Uni weiter oder fertig zu studieren, natürlich in einer kürzeren Zeit und dementsprechend auch für weniger Geld. Oder du nimmst den Bachelorabschluss plus diesen Viertel Master und transferierst damit in eine andere Universität. So oder so ist das einfach eine smarte Möglichkeit, Geld und Zeit zu sparen. Und wie gesagt, das ist bei der Wahl der Universität des Bachelors insofern wichtig, dass du dir überlegst, hey, ich stehe jetzt vor meinem Bachelor, aber hat die Uni, wo ich jetzt studiere, potenziell schon Fächer, die mir auch für den Master gefallen werden. Ja, das sind vielleicht ein paar Sachen, die du dir genauer angucken musst. Gerade bei 5300 Unis ist das sehr leicht, den Überblick dazu zu verlieren. Deswegen bieten mein Team und ich zurzeit kostenlose Erstberatungsgespräche an. Wenn du das machen möchtest, kannst du dazu unter diesem Video in der Beschreibung den Link anklicken zu einem Kalender. Der führt dich dann weiter zu einer Uhrzeit, die du dir aussuchen kannst und dann wirst du angerufen. Wir würden dir einfach ein paar Fragen stellen, gucken, sind wir der richtige Ansprechpartner für dich, können wir dir weiterhelfen und vor allem können wir dir weiterhelfen bei der Wahl der richtigen Universität in Amerika. Ich hoffe, das Video an sich hat dir schon mal einen Mehrwert geboten. Wenn du eine schnelle Frage hast, nutz gerne auch die YouTube-Kommentare. Mein Team und ich sind in der Regel innerhalb von
48 Stunden auch in der Lage, das schnell zu beantworten. Und dann, wenn dir dieses Video gefallen hat, nutzt bitte den Daumen, gib diesem Video den Daumen nach oben. Das hilft mir und auch meinem Team, motiviert zu bleiben, weiterhin diesen Kanal zu bespielen. Bei weiterem Informationsbedarf Richtung USA-Studium, abonniere diesen Kanal gerne auch. Und wir freuen uns, von dir zu hören. Ciao.